Hallo liebe Moviepiloten, die spoilerfreie Review zu Spider-Man No Way Home habe ich bereits veröffentlicht. Jetzt geht's ans Eingemachte. Deswegen letzte Warnung, hier wird es zu Spoilern kommen, was Spider-Man No Way Home und generell alle Spider-Man-Filme angeht. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Leute, legen wir los. Okay, als ich dieses Video veröffentlicht habe, hatte ich so viele Sachen, über die ich sprechen wollte und es nicht konnte, weil ich euch den Film nicht vermiesen wollte. Deswegen, ich glaube, das Video hört sich teilweise so an. Aber diese eine Szene ist so wichtig, diese eine Szene, über die ich nicht sprechen kann. Oder das ist richtig gut geschrieben, dieses eine Ding, über das ich nicht sprechen kann. Jetzt kann ich endlich frei über den Film reden. Deswegen allerletzte Warnung, wenn ihr Spider-Man No Way Home noch nicht gesehen habt, schaut euch dieses Video eventuell nicht an. Es sei denn, Spoiler. Oder sind euch absolut scheißegal, dann herzlich willkommen. Okay, sehr untypisch, der Film fängt, also der MCU untypisch, der Film fängt genau dort an, wo der letzte Film aufgehört hat, Far From Home. Und ich stehe zu meinen bisherigen Statements, immer noch kein großer Fan von Homecoming oder Far From Home, aber das Ende von Far From Home war ja damals ganz cool. Mysterio verrät der Welt, wer Peter Parker wirklich ist. Alle wissen, das ist Spider-Man, so, what? Und das Spannende ist, als ich damals Far From Home gesehen habe, die coolste Szene für mich war diese End-Credits-Szene und die Tatsache, dass sie J.K. Simmons zurückgebracht haben als J. Jonah Jameson. Sind wir mal ehrlich, der Typ ist genial, der Typ ist King in der Raimi-Trilogie und ich benutze seine Lache immer und immer und immer wieder. Hier, das ist die Lache. Ja, seht ihr, sie ist toll. Ich muss sagen, jetzt, wo ich J.K. Simmons erneut in der Rolle gesehen habe, aber irgendwie in einer abgeänderten Version, kein Fan. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das je sage, aber ich sage euch auch warum. Weil dieser J. Jonah Jameson ist einfach nur ein Arsch. Der J.K. Simmons, J. Jonah Jameson der Raimi-Trilogie war tatsächlich recht komplex. Zum einen, er war sau unterhaltsam. Das heißt, selbst wenn er ein Arsch war, haben wir drüber gelacht, weil er so lustig war. Zum anderen gibt es eine Szene, wo Green Goblin angreift, ihn bedroht und sagt, wer schickt dir die Fotos von Spider-Man? Und er, keine Ahnung, das ist anonym. Das bedeutet, wow. In diesem Moment ist er heldenhaft und schützt ja Peter, was ganz krass ist. Hier ist er einfach nur ein Arsch und ich weiß nicht warum. Ich weiß, es ist eine abgeänderte Version, aber ich denke mir, wenn ihr J.K. Simmons schon zurückbringt in dieser Rolle, warum? Aber ganz egal, es war ganz spannend zu sehen, dass Peter jetzt erstmals richtige Probleme hat. Die Welt weiß, wer er ist, die Polizei ist ihm auf den Fersen. Er probiert auch irgendwie sein Privatleben mit diesem Leben zu balancieren. Das ist so klassisches Spider-Man-Storytelling, das wir jetzt das erste Mal im MCU sehen. Ich kann es nicht sagen, dieser One-Take, von dem ich gesprochen habe, war im Apartment, wo sich gerade Tante May von Happy Hogan getrennt hat. Und da denken die ganz kurz, was machen die beiden Kids da im Schlafzimmer? Und dann sehen sie ja den Nachrichten, dass die Polizei schon vor der Tür steht und so weiter und so fort. Das war alles richtig cool inszeniert und ich dachte mir auch, okay, er braucht einen Anwalt. Lass mich raten, es ist Matt Murdock. Es war Matt Murdock und das fand ich richtig cool. Willkommen im MCU, Matt Murdock. Charlie Cox ist zurück und wie gesagt, ich habe ein paar Bedenken, denn seine Szenen waren sehr witzig. Es war halt am Tisch mit Happy und mit May und mit Pete. Funktioniert gut, ohne Frage. Es gibt noch eine Szene, wo jemand einen Stein in die Wohnung schmeißt und er den direkt auffängt, weil er halt fucking Daredevil ist. Aber dieses leichte, lustige, das passt zu Matt Murdock. Das passt aber nicht zu Daredevil. Ich möchte keinen weichgespülten Daredevil haben. Ich frage mich, wann wir ihn das nächste Mal sehen werden. Wahrscheinlich noch in Hawkeye, in einer Post-Grad-Scene oder so. Keine Ahnung, aber willkommen im MCU. Ich freue mich auf dich, aber ich habe Bedenken, dass sie dich weichspülen. Scheißegal, ich bin glücklich, ihn endlich hier zu haben. Denn sind wir mal ehrlich, Daredevil, eines der besten Marvel-Projekte aller Zeiten. Ganz egal, wir machen weiter. Jetzt kommt nämlich eine weitere Szene, die mir sehr viel bedeutet hat. Denn Pete sieht, oh Gott, Ned Leeds, mein bester Freund, und MJ, die Liebe meines Lebens, und diesmal kaufe ich ihm auch ab, dass es die Liebe seines Lebens ist, die kommen nicht rein in die Uni, wegen mir, weil ihnen wird vorgeworfen, dass das meine Partner waren in diesem Spider-Man-Crime-Business. Und deswegen gehe ich zu Dr. Strange. Und deswegen hatte diese Szene auch wesentlich mehr Gewicht als, oh, ich habe gerade ein unangenehmes Leben, hilf mir mit Zauber. Es war sehr spannend, als er gesagt hat, okay, alle sollen vergessen, dass ich Spider-Man bin. Ah, aber außer MJ. Okay, aber außer Ned. Okay, aber außer Tante May. Und irgendwann, weil er so viel geredet hat, ist alles schiefgegangen, wie wir im Trailer gesehen haben. Dr. Strange schmeißt ihn dann auch raus. Und dann geht dieser eigentliche Plot los, den wir im Trailer gesehen haben. Wir haben diese Besucher aus allen unterschiedlichen Filmen. Und ich habe mich auch gefragt, okay, warum ist Sandman böse? Sandman ist doch gar nicht mehr böse am Ende von Spider-Man 3. Das Gleiche habe ich mich über Doc Ock gefragt. Aber wir sehen, dass die zu unterschiedlichen Momenten in diese Welt gezogen wurden. Weil zum Beispiel Norman Osborn ist gestorben, bevor Doc Ock je zu Doc Ock wurde. Was ganz spannend ist, wenn Doc Ock ihn sieht, sagt er,
Osborn? Ja, natürlich kennt er ihn. Er kennt ihn aus der Zeitung und er kennt wahrscheinlich auch die Geschichte des Green Goblins. Das hat ja die Runde gemacht in New York. Und er, du solltest tot sein. Das ist ganz spannend geschrieben. Doc Ock wurde im Kampf gegen Tobey Maguire aus seiner Welt rausgeschickt und in diese Welt geworfen. Lizard ist gerade noch im Begriff, alle anderen zu Echsen zu verwandeln. Was ganz spannend ist, Lizard, der Schauspieler, der Dr. Kurt Connors in The Amazing Spider-Man gespielt hat. Wie ist sein Name? Es ist, ich vergesse seinen Namen jedes Mal, es ist, keine Ahnung, irgendwas müsste jetzt hier mittlerweile stehen. Aber wir sehen ihn nur als Lizard bis zum Schluss. Da sehen wir ganz kurz den Schauspieler. Und das Gleiche haben wir mit Thomas Hayden Church, dem Typen, der Sandman spielt, Flint Marko. Und ich, waren die beiden wirklich am Set oder sind das alte Szenen aus den vorangegangenen Filmen? Denn gerade die Flint Marko-Sequenz, ich so, ist das die Szene aus Spider-Man 3, wo er sich gerade verwandelt? Ich glaube schon, ich glaube, das Gleiche haben die mit Dr. Kurt Connors gemacht. Konnten die Schauspieler nicht kriegen on Set? Keine Ahnung. Die drei, die wir wirklich haben, sind Alfred Molina, sind Willem Dafoe und sind Jamie Foxx. Und die sind auch gut, außer Jamie Foxx, der hat wirklich null nerdig mehr. Ist jetzt einfach nur cool, hat Swagger den ganzen Film durch. Ich so, warum? Warum? Du sollst doch sollst wirklich der gleiche Charakter sein. Er wurde aus seiner Welt rausgezogen, in dem Moment, als er gerade diesen Overload hatte, zum Ende von The Amazing Spider-Man 2. Und erneut, das ist wundervoll geschrieben für Pete, weil Pete erfährt, okay, einige von denen sollten eigentlich sterben. Elektra ist einer von ihnen, Doc Ock stirbt mit seiner Maschine. Willem Dafoes Charakter, Norman Osborn, wird ja durch seinen eigenen Gleiter aufgespießt. Und wir sehen auch die gute Seite. Wir sehen Norman und wir sehen Goblin. Das sind zwei Persönlichkeiten und für Norman lohnt es sich zu kämpfen. Und da haben wir Pete und dieses gute Kind mit dem guten Herzen. Das ist sehr gut geschrieben. Er sagt, ich will die nicht so zurückschicken, nicht wenn sie sterben. Ich möchte sie heilen. Das ist sein Ziel. Er möchte tatsächlich auch dieses Wissenschaftsgenie sein, das Peter Parker mal sein soll, um an Heilungen zu arbeiten für all deren Superfähigkeiten eigentlich. Aber es sind ja auch Flüche in gewisser Hinsicht. Und gerade gelingt es ihm, Doc Ock zu befreien, sodass er wirklich wieder Otto Octavius ist und nicht mehr ein Monster und nicht mehr ein Bad Guy. Da geht sein Spinnensinn wieder los. Und das haben die so geil gemacht, du merkst, okay, einer von denen wird ihn gleich verraten. Einer von denen ist böse. Und auf einmal spricht Norman, nicht wie Norman, sondern er spricht wie Green Goblin. Das hat Willem Dafoe geil gespielt, wie er mit den Stimmen arbeitet. Und zack, er verkackt's für alle. Der Rest der Crew, also außer Sandman, schließt sich ihm an und außer Doc Ock. Und er prügelt auf Pete ein. Erneut, das ist brutal, was sie sich trauen. Gerade auf diesen Tom Holland Spider-Man, der ja immer in Watte gewickelt wurde. Er schlägt die Scheiße aus ihm. Und als wäre das nicht genug, verletzt er dann auch noch Tante May. Tödlich. Und das war auch dieser Moment, wo ich dachte, okay. Wo ich mir wirklich wieder Martin Lawrence dachte, ihr wisst ganz genau. Shit just got real. Ja, ich so, das ist gerade passiert. Wow, okay, ich muss einiges zurücknehmen. Bis dato habe ich ihn immer Iron Boy genannt. Ich dachte, okay, Iron Man ist der Ben Parker für Tom Holland Spider-Man. Das heißt, als er sehr traurig in Endgame gestorben ist, hat er gesagt, du wirst der nächste Iron Man. Ich so, davon bin ich definitiv kein Fan. Aber jetzt sehen wir, es ist seine Tante. Sie stirbt in seinen Armen. Und das Letzte, was sie sagt, ist tatsächlich aus großer Macht folgt große Verantwortung. Ich so, das ist gut geschrieben. Das ist auch nicht plakativ. Das ist ein wichtiger Moment für Pete. Es gab andere plakative Momente, zum Beispiel als Norman Osborn seinen Meme-Satz sagt. You know, I'm something of a scientist myself. Ja, der ist im Film, einfach nur wegen des Memes. Oder wenn später Toby my back wieder sagt, einfach nur wegen des Memes. Ich so, okay. Das war ein bisschen doof. Aber ja, die Szene, wo er May verliert, da ist er so in den Boden gerammt wie noch nie zuvor. Das haben wir schon gesehen bei Toby. Das haben wir schon gesehen bei Andrew. Das haben wir noch nie gesehen bei Tom Holland. Und in diesem Augenblick habe ich das Gefühl, Spider-Man wird gerade geboren. Und das ist auch so spannend, weil Ned Leeds kann ein bisschen zaubern. Also er kann Dr. Strange Tricks, weil die haben ihm den Ring geklaut, weil bis dato hat ja Pete gegen Dr. Strange gekämpft. Ja, weil Strange war dagegen, dass er all diese Leute heilt. Die sollen zurück und Pete hat ihn eingesperrt in dieser, wie heißt es, Spiegeldimension. Das heißt, ja, als ich dachte, das wird irgendwie Zauber-Iron Man, war definitiv nicht der Fall. Aber Ned Leeds kann jetzt anscheinend zaubern. Das, wofür Stephen Strange ewig lange gebraucht hat, das kann der einfach so, okay. Aber er sagt, ich hole jetzt Peter Parker und auf einmal sehe ich dieses Outfit. Ich so, das ist nicht Peter Parker, also es ist Peter Parker, aber das ist Andrews Outfit. Es ist Andrew. Und es war Andrew Garfield, das ganze Publikum hat geklatscht und man hat sogar die Musik aus Mark Webbs Film gehört. Ich war so glücklich, das wieder zu hören. Die haben ihn wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Dann holt er den nächsten Peter und es ist Toby und ich, ach, wie schön, sind vereint. Und erneut, die haben nicht gleich diese Spider-Bro-Momente, die haben erstmal wichtige Charaktermomente. Man hat wirklich das Gefühl,
dass wir auch deren Arcs weiter erzählen. An ein paar Stellen gab es wirklich sehr herzerwärmende Sequenzen. Wenn zum Beispiel Tom Hollands Pete auf dem Dach ist und traurig ist und sich diese beiden Petes ihm das erste Mal vorstellen, schreit er sie an und sagt, ihr habt doch gar keine Ahnung, wie ich mich fühle. Ich habe gerade meine Tante verloren. Und Toby wird ganz wässrig in den Augen und sagt, ich habe meinen Onkel verloren und ich habe es nie vergessen und nie verarbeitet. Andrew sagt, ich habe auch noch mal die Liebe meines Lebens Gwen verloren. Sie ist deine MJ. Und ich so, ja, stimmt. Also, es war ein starker Moment für die drei. Danach witzeln die sehr viel rum. Ein paar Witze habe ich nicht gebraucht. Ein paar Witze ziehen auch einfach nicht, weil sie zu lange in die Länge ziehen. Was ganz witzig war, war, als Tom Holland sagt, ich war sogar Teil der Avengers. Das heißt, ich habe Erfahrung mit Gruppenarbeit und Teamarbeit. Also, Avengers, cool. Ist das eine Band? Ja, stimmt. Die Avengers gibt es ja nicht im Sam Raimi-Verse oder Mark Webb-Verse. Das ist ganz witzig. Und dann kämpfen die zusammen gegen all diese Bad Guys, aber sie probieren in erster Linie, die zu heilen. Und da gab es auch so einen Moment, den ich vorhergesehen habe. Und zwar MJ Zendaya fällt da runter von diesem Gerüst. Tom kann sie nicht retten, aber Andrew macht's. Hält sie im Arm, hat tränende Augen und sagt, geht's dir gut, geht's dir gut? Ich konnte dich retten. Ich so, oh. Ja, das wird ihn ewig beschäftigen, was mit Gwen Stacy passiert ist, mit Emma Stones Gwen Stacy. Deswegen, das war eine sehr starke Szene für ihn, wirklich. Und ja, sie heilen einen nach dem anderen, doch dann greift Green Goblin erneut an. Und Green Goblin war noch nie so bösartig wie in diesem Film. Aber Tom Holland reicht, er schlägt auf ihn ein. Er will ihn umbringen, das ist sein Ziel. Und Toby geht dazwischen, hält ihn davon ab, ein Mörder zu werden und wird selber kurz gestochen. Ich so, Gott, stirbt Toby jetzt? Das brauche ich wirklich nicht, nur um ihn zu töten. Das macht ihr in jedem Hollywood-Film, ihr tötet meine Helden. Nein, er stirbt nicht. Er ist schwer verletzt, aber er kriegt das schon irgendwie hin. Aber letztendlich heilen die auch Norman Osborn. Die schicken die alle zurück, weil letztendlich entscheidet sich Tom Holland dazu, alles zu opfern. Er geht zu Strange und sagt, okay, lass alle vergessen, dass ich überhaupt je Peter Parker war. Und dann fixen wir das, weil alles reißt schon auf. Das Multiversum, sein Film, ich meine, Doctor Strange 2 steht ja schon in den Startlöchern und wir durften ja auch den Teaser sehen, zu dem komme ich noch. Aber ja, Sebastian meint dort Kraven the Hunter gesehen zu haben und Rhino. Ich so, Rhino, wäre das Paul Giamattis Rhino? Immerhin wird er kurz erwähnt, brauche ich nicht nochmal. Jedenfalls vergessen echt alle, dass Tom Holland Peter Parker, aka Spider-Man ist. Er verabschiedet sich noch echt rührend von Ned und von MJ und wenn er sie küsst und so weiter. Ich so, das ist diese Romanze, diese Spidey-Romanze, die ich wirklich brauche, die gut ist. Und danach, weil er halt nichts mehr hat, er hat keinen finanziellen Rückhalt mehr, er ist einfach nur dieser Underdog. Er ist Spider-Man. Er wohnt jetzt in einem kleinen, schäbigen Apartment. Er schneidet sich seinen eigenen Spidey-Anzug mit einer Nähmaschine. Aber dann sagt er, okay, ich will aber Ned und Zendaya, also MJ, nochmal kennenlernen. Und er trifft ihn in ihrem Coffeeshop und spricht sie an und sieht aber, dass sie noch das Pflaster hat von dem Kampf und sieht, dass sie und er in der Universität angenommen worden sind und sagt, ja, ist okay, ich gehe wieder. Ich so, oh. Du hast gerade wirklich alles geopfert. Das ist heldenhaft, das ist wundervoll. Du bist jetzt offiziell Spider-Man. Was auch immer sie mit dir machen, ich bin dabei, ich werde mir diese Filme angucken. Und genau so hat er sich rehabilitiert in meinen Augen. Aber ja, dann gab es noch Post-Credit-Scenes. Und die erste. Dieser scheiß Venom-Film, der verfolgt mich. Okay, Venom 2 war kacke meiner Meinung nach. Und der einzige Grund, warum man über ihn geredet hat, war die Post-Credit-Scene. Warum? Weil, oh, Venom kommt ins MCU. Ja, für eine Sekunde, für einen Gag. Wir sehen nämlich, dass Tom Hardy besoffen ist und wieder Selbstgespräche mit Venom führt und gleichzeitig mit so einem Barkeeper, der so, in was für einer Welt bin ich hier gelandet? Hier gibt es lauter Superleute, hier gibt es ein grünes Monster, hier gibt es einen Typ mit einem Anzug und einen lila Alien mit Stein, der alle hat verschwinden lassen für 5 Jahre. Das ist ja komisch. Und dann wird auch er in seine Dimension wieder zurückgezogen. Ich so, er war den ganzen Film über da, aber er war nur am Saufen. Das passt zu diesem Venom-Film schon, aber ich kann sie trotzdem nicht leiden. Aber es bleibt auf jeden Fall ein ganz kleines bisschen vom Symbiont liegen. Das heißt, rein theoretisch könnte das MCU jetzt einen eigenen Venom kriegen, ohne Tom Hardy. Aber ich weiß nicht, ob die Leute das wirklich brauchen oder wollen. Bin ich ganz ehrlich. Und das zweite war dann eigentlich nur ein Teaser auf Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Wir haben ehrlich gesagt nicht so viel gesehen bis dato. Ich habe kurz America Chavez das erste Mal erkennen können. Wanda ist am Start und wenn Doctor Strange zu ihr hingeht, sagt sie, ja, ich weiß, ich habe Kacke gebaut. Also es geht nicht um Westview. Ich habe selbst Kacke gebaut in Spider-Man No Way Home. Ich so, ach so. Krass, es geht nicht darum, dass du Wanda bestrafst, es geht darum, dass du Hilfe brauchst, weil du selber Kacke gemacht hast. Und dann sehen wir auch, nicht nur Chiwetel Ejiofors Charakter ist zurück. Wie ist er, Mordo? Nein, wir sehen Bad Guy Doctor Strange aus What If. Aber das war die einzige What If-Folge, die ich super fand. Deswegen,
Ich bin dabei. Ich muss sagen, generell, der erste Teaser, ist ja nur ein Teaser auf Doctor Strange and the Multiverse of Madness, sieht nett aus, hat mich jetzt aber nicht umgehauen. Sieht ehrlich gesagt aus wie ein Standard-MCU-Film. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht, mal gucken. Ich freue mich, Wanda wiederzusehen und ich freue mich zu sehen, was sie mit dem Multiversum so alles anstellen, aber mein Geld liegt nach wie vor auf Spider-Man No Way Home. Da haben sie alles richtig gemacht. Wir hatten alle drei Spideys, alle waren richtige Charaktere und sie haben nie vergessen, dass der Fokus Tom Holland sein sollte und dass wir uns auch nicht lustig machen über die anderen Filme. Großartiger Film, mit oder ohne Spoiler. Matt Murdock ist im MCU, was auch immer das für uns bedeutet. Ich bin Fan. So, jetzt habt ihr spoilerlastig, spoilerfrei. Lasst mich wissen, was war euer Lieblingsmoment in Spider-Man No Way Home? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.